Angriff! Ja! Willkommen zurück! Ein Crash später sind wir hier wieder Burg vor Burg Vladiv. Und ha, jetzt kann ich zufällig auch erst in die Burg gehen. Welch göttlicher Crash. Tücher bin ich zu... Hallo? Also Rauchrust, ich glaube... Als wenn ich Eintritt in deine Burg erfragen müsste. So. Nehmen wir mit. Die mich jetzt trotzdem belagern? Das wär's ja. Die reiten weiter. Jetzt wollen die mein Ding da niederbrennen. Vielleicht stellen wir die einfach zur Feldschlacht. Jetzt ist Nacht, ne? Ich flippe aus. War so ein Waldbattle. I'd wish you be. Wollen sie nicht. Egal, das schaffen wir schon. Angriff! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Nur ein glorreicher Kampf ist ein glorreicher Kampf. Welch wahre Worte! Ah, Kavallerie ist wieder ein bisschen mehr geworden. Aber nicht viel. So! Toll, die haben natürlich eine gute Position. Ach! Das kommt mir bekannt vor. Yeah! Gut, dann schwimmen wir mal vor. Was sei denn, die kommen überhaupt? Kommen sie nämlich gar nicht. Komm, jetzt auch müssen wir mal vorspulen. Auf der Anhöhe sein wollen, ne? So. Das hat aber lang gedauert. Ach du Scheiße. Oh, das hat gesessen. Wo ging der denn hin? Ins Gesicht? Oh nein! Ins Schienbein! Schreckliche Schmerzen. Okay. Also RTS-Kamera ist sehr alt, aber das will ich nicht. Ohne das spiele ich halt eigentlich nicht. Nächster Freundchen. Guck mal, was für ein wilder Haufen hier. Gefällt mir, sieht gut aus. Der wilde Haufen im Schnee. Wunderschön. Okay. Position! Position! Ja, warte einfach, bis sie kommen, ne? Hear me! On your feet! Off the horses! Nein. Das sind unsere, ne? Das ist mir schon oft genug passiert. Wo sind denn die Infanteristen? Ach du Scheiße! Vorrücken! 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 Ja, ich musste den Mercer Sergeant runterwerfen, der war nicht mehr up to date. Ich hatte den, glaube ich, von Nexus. Den muss ich, glaube ich, auf dem Workshop nochmal. Ja, nee, ist nicht mehr.
Da müssen wir ein bisschen Zeit umkriegen hier. Aha. Die sind auf eine Position gegangen, wo sie nicht mehr auf der Anhöhe stehen. Anhöhen. Das A und O eines jeden Strategiespiels. Alter, guck mal, wie schön wir hier oben stehen. Und die sehen unsere Hauptarmee nicht. Also würden die keine Third-Person-Kamera besitzen. Tja, die werden ja wohl irgendwann mal Tote haben, oder? Aha. Tobir! Ah, guck mal, da kommen sie. Okay. Männer und Maninen, seid ihr bereit für das Unfassbare, das Gemetzel aller Gemetzel. Das habt ihr schon gesagt, Herrin. Aber diesmal, wirklich. Sie brauchen noch ein wenig, aber die Bogenschützen töten die, bevor sie hier sind. Keine Sorge. Oh, guck mal, da sind recht gute Spanner dabei. Und da gehen sie runter, unter dem Tode nahe. Versuchen sie vorzustürmen. Okay. Angriff! Ja! Attack! Jo, das ging ja mal voll nach hinten los. Alter, guck mal! Geil. Aber sehr viele Verluste, die haben gute Einheiten. Ach du Scheiße. Ach du Und sie fliehen, oder? Oh Gott! Nein! Hier ist schon wieder so einer. Aber ich mach gar keinen Schaden. Ja, ja. Gibt's doch nicht. Oh, Scheibenkleister. Okay. Hat ja alles okay? Hm? Ist warm, ne? So, wollen wir uns einschleimen? Schleimen wir uns ein bisschen ein, ausnahmsweise mal ein bisschen. Enough. Guck mal, das geht direkt zum Clan, nicht zu der einzelnen Person. Das ist neu, oder? Komm in die Burg. Nehme ich alle mit. Nehme ich alle mit, ab in die Burg. Werde zu wunderschönen Garnisonen. Nonen. Garnisonenkanonen.
So. Gefangene spenden. Bitteschön. Oh, ist schon voll. Nee, das bin ich. Ist aber auch voll. Ist aber egal. Nee, geht nicht. Schade. Da geht gar nichts. Tja, dann. Im Ernst? Wie siehst du denn aus? Kann ich Gefangene geben? Das finde ich schade. Na gut. Da kann ich jetzt direkt eine Krone angezogen. Hier wird beides belagert. Okay. Ganz kurz mal die Armeen auflösen. Hoffen, dass sie das auch hinkriegen. Sich alle mal ein bisschen mit Einheit nochmal vollstopfen. Wo willst du denn hin? Gut, das andere Dorf mal retten. Ich glaube, jetzt aber zu spät. Nee, es ist gerettet worden. Sehr gut. Oh, oh, nicht gut. Oh nein, oh nein. Nixer Freundchen, Fräulein. Enough! You we. Is that you? Am I free? Schon wieder der. Boah, das wäre richtig viel XP gewesen, aber wir haben noch 984.000. Auch noch Kohle, meine ich. Das hat nichts mit der XP zu tun. Nein, ich bin nicht durcheinander. Ach du Scheiße, schon wieder eine Armee. Okay, jetzt nur noch Rochus. Pass auf, Rochus müssen wir dann jetzt selber nochmal auffüllen, damit er bei uns in die Armee kann. Das gibt's doch nicht. Kann ich das, wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Oh Mann. Aha. Ich muss unbedingt nochmal aussortieren, das geht gar nicht. Ich habe hier so viel Prüll. Warten einfach, bis die kämpfen. Das sind 96 drin. Rochus! Verdammt nochmal! Deine Burg wird belagert! Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal Frieden hin, aber ich weiß nicht, ob ich Tribut zahlen muss. Da steht nichts von Tribut. Okay. Okay, wir haben wieder. Ich wollte gerade sagen, stell vor, Oma wäre noch da gewesen. Oma! Die Oma wäre noch da gewesen. Okay, jetzt aber. Armeen auflösen. Batania kommt hier, glaube ich, nicht hin. Steht noch auf Defensiv, ne? Der Krieg. Darf nicht aufpassen. Sehr gut. Tja, jetzt könnt ihr Armeen gründen oder so. So, dann müssen wir mal eine Stadt besuchen. Tial am besten. Tja, also, wenn wir Krieg haben, dann am besten zu einer Fraktion.
und nehmen irgendwas ganz weit im Inneren, so dass wir nur Krieg gegen diese Fraktion haben, egal wer uns schon ins Krieg erklären, wäre für alle zu weit weg. Hier könnte man das natürlich machen, aber das Nikosaitis, das ist richtig übel. Ich weiß nicht, ob ich das mental überleben würde. Also, buah. So. Weg mit denen. Handel. So, jetzt könnten wir uns auch mal um die Schwerter kümmern. Eigentlich hier, Stahlbanner haben wir auch noch, verringert eine Schaden für 15%, ja. Also Nahkampf ist schon krass. Falconius. So, pass auf, Friedel. Was hast du denn für ein Banner? ...20% mehr Schaden gegen berittene Truppen. Das ist auch richtig gut. Aber 15% weniger erlittenen Schaden, das ist schon... Verringerter erlittener Schaden durch Nahkampfgriff für 10%. Machen wir hier Speerwall rein. Falconius und... Wer war denn jetzt nochmal unser Fernkämpfer? Ich hab das, ich meine unser Berittener. Fufu, ne? Lily Blackwoods. Macbeth, Macbeth war das. Eisenbanner. Tut mir leid, ich werd mich nie... Guck mal hier, richtig gute Handschuhe. Sehr gut, sehr gut. Direkt erstmal Helga geben. Guck mal, 37 für so einen schäbigen Helm. Guck mal hier, Wolfsschreck. Wie wär's? Neue Mütze. Neue Rüstung. Yeah. Neue Armlinge. Sehr gut. Herrschaftliche Beinlinge. Auch nochmal gucken, ob Helga die brauchen kann. Gibt's ja nicht. Jetzt kommen die richtig guten Items halt raus. Der hatte doch richtigen Müll. Feinstahlspeer meisterlich. So, machen wir die Stadt mal arm. Oh, so viel hat die gar nicht. Schmiede betreten. Also. Ja, ich brauche Holz. Steine, Feinstahl, okay, Schmieden. Falls, das bräuchten wir beides ja. Einhandschwert. Das ist schon eine richtig geile Klinge, ne? Aha, ich hab's gesaved. Pass auf, jetzt muss ich mal gerade gucken. Boah, das ist damals 10er Zeug. Aber ich habe einfach viel zu wenig...
von allem. Ich müsste jetzt nochmal eine Holztour machen, bevor ich damit anfangen kann. Ich meine, hier gab's Holz, da ist Holz. Dass hier kein Holz ist, verstehe ich nicht. Da ist noch Holz. Gehen wir die Städte trotzdem mal abgrasen. Endlich Frieden. Guck mal, Arnold Wellenstedts Trupp. Sie verteidigen Vladiv. Das wichtigste Dorf im Reiche Helgas. Warum? Es gibt doch nur zwei. Genau. Es gibt zwei, so wollte ich sagen. Aber das andere wurde geplündert. Aber die brauchen dann eher unsere Schutz. Nein. Schutz, nein, das wirft mir Geld ab. Schutz, Schutz. Ist wieder zu heiß heute. Sehr gut. Jetzt gehen wir nach Markep. Nach Hitania können wir auch noch gehen. Bei Hitania haben wir leider Krieg. Würde ich da auch hingehen. Komm weg damit. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, die. Wuck, wack. Okay, sehr gut. Ah, geht doch. So, Schmiede. Kali Schmido mit Fam Sambrero. So, einschmelzen, schmieden. Was haben wir denn mit einschmelzen? Haben wir irgendwas Tolles? Ja. Schinneglanzen. So, verarbeiten. So. Schmieden. Steuerung V. Also wir brauchen... Ich will, dass das Einhänder schnell ist. Schwungschaden. Schnitt. Nee. Schwung, das ist Schwung, ja, 94. Alter, 94, 97. 97 Schwungschaden. Das ist ein richtiges, Metz. Metz, eine Kurzschwertart. Richtig cool, kann ich dir empfehlen. Metz war immer schon so mein Favorit. Oder Ochsenzunge genannt. Ist doch das gleiche, oder? Oh, oh, jetzt gibt's bestimmt Ärger. Okay. Wir sind bei Schaden, also 96 Schwunggeschwindigkeit und Schwungschadenschnitt ist 72. Damit kann ich leben, es ist bestimmt schnell. Jetzt gucken wir nochmal gerade hier rein. Dass hier irgendwas großartig ändert, hier gibt's... Ändert sich nicht so viel. 75. Was ist denn die Länge dann jetzt? 90. Kann ich auch mitleben. Ich kann es ja noch länger machen. Dann ist es bei 97. Ach, Kingstonella, jetzt bist du hier nicht. C. Kingstonella, wo bist du, mein Sonnenlicht? Versteck dich nicht, komm zu mir zurück. Da ist sie. Ja, sie ist. Versuchen das mal mit kürzer, das sieht nämlich hässlich aus. So. Also, Waffenreichweite 96. Könnte zu lang sein, wir schmieden aber erstmal und gucken. Stichschaden interessiert uns mal so gar nicht. Verstehe ich nicht, warum das immer nur den Stichschaden... Es ist lächerlich, oder? Aha.
Na toll. Ist das das Bessere hier? Aha. Ja. Nein! Falsche Person. Mist. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle durch die ganzen Mistgabeln. Nein! Jo, geht's doch! Das ist jetzt, Schlangenzunge. Schlangenhauch. Das Schwert von Uhtred von Bebbanburg. So, Schlangenhauch. Das ist natürlich auch nicht ohne. Ist aber zu lang. Das macht schon gute Arbeit hier. Ich mach's auch mal mit normaler Reichweite. So. Ne, wir hatten schon ziemlich Glück, glaube ich. Jetzt will ich mal gerade zurückgehen. Jetzt gehen wir mal ins Inventar. So, Helga, Schlangenhauch. Guck mal. Klar, macht nicht so viel Schnitz, aber Lancelot ist aber auch, ein anderthalber und langsamer. Schwunggeschwindigkeit ist deutlich erhöht. So. Die Länge ist gut. Guck mal, geil, oder? So, jetzt Zweihänder. Bogen wird ausgedingst. Wir werden uns Wurfspeere bauen. Oder eine Speer mitnehmen. Eine Lanze. So, jetzt müssen wir wieder in die Schmiede. Ja, das muss jetzt gemacht werden, Leute. Das muss erledigt werden. Und das mache ich jetzt schön in Ruhe, ohne irgendwie das Offscreen machen zu müssen. So, schmieden. Ne, nicht Zweihand Axt, aber Zweihand Schwert. Ne, eigentlich müsste ich ja den hier nehmen, ne? Aber da gibt's halt nicht so schöne. Ich meine, wunderschön. Guck mal, der Schwungschadenstumpf 102. Aber zu lang. Das sind... Guck mal, wie schön das wäre, oder? Ich will mal gerade was einschmelzen. Brauchen Stahl. Falsche Person. Da tut sich nichts. Ah, Schwunggeschwindigkeit nochmal plus 3. Ende. So, und den müsste ich den Bogenschützen geben. Ende.
Hände 2. Das werde ich dir mal gerade safen. Ich kann auch erstmal so ausprobieren. Dass wir einfach erstmal Ende mitnehmen. Als Zweihandstreitkolben. Passt viel besser zu Helga. Und die anderen Endes können wir mal gerade einschmelzen. Ich will trotzdem noch das Zweihänderschwert machen. Sonst, ich habe gerade Ruhe. Weil, sobald wieder Krieg ist, komme ich dazu nicht. So, schmieden. Machen wir diese Folge nämlich jetzt mal fertig hier. Zweihandschwert. So, eigentlich kommt es ja dann nur auf den Griff an. Stich interessiert mich halt nicht. Das sieht schon... Ich mag das. Was ist so ein Knüppel? Knubbel? Ne Knüppel? Boah. Ja, hier. 129. Ich weiß nicht, ob das getoppt werden kann. Ja. Ging schneller. Mach mir mein Schwert. Nein, Stich interessiert uns nicht. Nein, Stichschaden interessiert uns nicht. Nein, das interessiert uns nicht. Das auch nicht. Einschmelzen. Doch nicht. Zum Kotzen, oder? Jetzt reicht's. Oh! 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 Alter, sind das viele Schwerter. Alter, 96. Ich glaube, ich will ja... Wie sehe ich denn hier aus? Nein. 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 So. So. Das sieht noch geiler aus. LOL, 39. Nee, sorry, das hole ich mir nicht. Übermorgen sind wir fertig. Wir schaffen das schon noch. Gibt's doch nicht. Komm, gib mir irgendeinen anderen außer Stichschaden. Mein Gott, Walter. Ich mach das jetzt noch fertig. Ich lass mich jetzt hier nicht abwimmeln. Ich sehe schon, was ihr vorhabt. Ihr Kalradianer.
Komm schon. Das ist total broken, dieses scheiß Schmieden. Dieses schade Schmieden. Ah. Komm, noch ein Versuch. Dann reicht's. Erstmal. Ja, geht doch. Witwenmacher gibt's aber. Wir sind ja Witwer höchstens. Nee. Dann. Lancelot der Zweite. Lancelot! So, Thema erledigt. Endlich. So, können wir ein bisschen rumprobieren? Ein bisschen laufende Waffenkammer. Sehr gut. Okay. Gut, liebe Leute. Das war's leider schon mit der Episode. Mit einem finalen Schmiede-Erlebnis am Schluss. Geht's nächste Folge weiter mit mehr Gemetzel, Holdrio. Was ist da los? Nee, sag nicht, Spartania ist zu meiner Burg gerannt. Ich raste aus. Okay, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Oh nein, Burg Vladiv. Haut rein.